Guten Morgen, meine Lieben. Ich grüße euch alle. Wir haben jetzt 6.30 Uhr und ich roll für euch mal durch die Anlage. Warum? Weil Sonnenaufgang ist. Hurra! Ja, wie ihr seht, ist um diese Uhrzeit die Anlage menschenleer. Und wisst ihr was? Das genieße ich gerade. Warum? Weil ich liebe es, morgens im Urlaub früh aufzustehen und den Tag genießen. Relaxed, entspannt. Herrlich. Wie gesagt, wieder genau das Gleiche. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir in den Kommentaren und fragt. Oder schreibt in meinen Blog. Oder gebt bei Instagram, hinterlasst ihr Kommentare, wie ihr möchtet. Ich beantworte euch gerne alles. Und falls ich etwas nicht weiß, frage ich im Hotel nach. Auch gerade für die Menschen mit Handicap. Immer Fragen stellen, ich freue mich darüber. Wenn ich gleich den Sonnenaufgang gemacht habe, dann werde ich auch nochmal was zum Flug erzählen, damit auch alle Bescheid wissen, wie das abläuft am Flughafen mit den ganzen Maßnahmen. Ja, das mache ich nach dem Sonnenaufgang. Aber jetzt rollen wir erstmal zum Strand und ich hoffe, wir können den Sonnenaufgang genießen. Herrlich, oder? Zu meiner Linken, wie ihr seht, das sind die großen Villen, das sind die Exklusivvillen. Mega. Aber ja, was soll ich sagen? Werde ich mir wahrscheinlich nicht leisten können. Aber träumen darf man ja, ne? Und für einen alleine, finde ich, wäre das auch ziemlich dekadent, nämlich viel zu groß. Aber guckt euch das mal an, ich roll da noch mal kurz hin. Einfach toll, die haben auch wieder ihr eigenes Restaurant und ihren Pool. Die Villen haben ja mehrere Pools und das hier ist jetzt der Pool bei den Exklusivvillen, also bei den ganz großen Villen. Die haben auch ein Esszimmer unten und ein Schlafzimmer, oben Schlafzimmer. Ja, so, jetzt rolle ich zum Strand. Und auch nochmal, ich bin ja über Bentour, habe ich gebucht, bei Melanie Thürün. Und an Melanie ein großes Dankeschön, an Bentours ein großes Dankeschön, an Dennis, Ugo und sein Team. Wirklich hat alles super geklappt. Und ich persönlich kann Bentours nur empfehlen. Habe noch eine Reise dieses Jahr und auch noch eine andere. Die eine ging leider nicht mit Bentours, aber die andere ja. Und wie gesagt, bei dem Veranstalter habe ich einfach ein super gutes Gefühl und fühle mich gut aufgehoben. Und ich finde, gerade in der jetzigen Zeit ist das ja auch mega wichtig. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber ich finde das wichtig. Und auch hier nochmal das Thema, es sind zwei einfache Dinge. Maske im Inneren tragen oder bei größeren Menschenansammlung und Abstand. Wisst ihr, das ist so einfach und damit ist vielen geholfen. Weil ihr setzt ja zum Beispiel die Maske, klar, auch ein bisschen für euren Schutz aus, aber hauptsächlich auch, um die anderen Menschen zu schützen. Und ich finde, das ist so einfach. Also wie gesagt, denkt mal drüber nach. Ich finde das einfach, ist nicht schwer. Und das Gute ist, es tut auch nicht weh. Also mir zumindest nicht. Oh, guckt euch das an, das Meer. Ist das nicht genial? Ich roll jetzt gleich mal auf den Pier und schaue da. Aber seht ihr da, kommt die Sonne hinter den Bergen hervor. Ist das nicht traumhaft schön? Einfach mega, finde ich persönlich. Und wie gesagt, da ja nochmal jetzt im Hellen, die à la carte Restaurants, auch super schön gelegen, finde ich. Hier die Lotus Bar im Hellen, die tollen Berge im Hintergrund. Da drüben ist der Food Corner.
Da oben ist das osmanische Restaurant, praktisch das türkische. Ja. Und wie ihr seht, bin ich nicht ganz alleine. Es sind schon ein paar Menschen unterwegs. Das Witzige, auch hier um diese Uhrzeit reservieren sich die Menschen schon ihre Liegen. Beziehungsweise es gibt hier so kleine Cabanas und die reservieren sie sich dann schon, weil auch am Pool gibt es 4 Stück, die sind kostenlos. Und auch diese runden Liegen, die ich euch ja auch schon gezeigt hatte. Und dann stehen die teilweise auch hier schon um 5 auf und reservieren sich die. Das ist der Burner, oder? So, jetzt guckt mal da die Sonne. Seht ihr das? Das ist ja wohl genial, oder? Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ich liebe sowas, ja. Hier nochmal wieder liegen. Das sind immer so unterschiedliche Blocks. Aber alles super. Also ganz toll. Wie gesagt, wir haben es jetzt 20 vor 7 und wir haben, kann man das sehen? Oder 10 vor 7 ist es jetzt und 24 Grad schon. Aber ganz, ganz toll. Also toll. Merhaba, günaydın. So, und hier ist der kleine Pier. Und diese kleinen Cabanas meinte ich, die man sich reservieren kann, beziehungsweise die schon sehr früh reserviert werden, weil es davon nur ein paar gibt. Hier ist das tolle Boot, was im Abend auch beleuchtet ist, oder am Abend, Entschuldigung. Und dieser Ausblick, finde ich, ist einfach ein Traum. So, so schön. Ja, meine Lieben, das war der Sonnenaufgang. Genießt es noch mal ein paar Sekunden. Ich mache dann auch noch ein, zwei Bilder. Die kommen dann auch auf meinen Blog wieder. Aber ich finde, das ist einfach ein Traum. Okay, dann sehen wir uns später wieder. Ich freue mich über jeden, der meinen Kanal abonniert hat oder meinen Blog und mir auch auf Instagram und Facebook folgt und gefällt mir drückt. Ich freue mich einfach darüber, weil mir macht das echt riesen Spaß und ich bin auch ein bisschen gerührt, dass ich so viel Zuspruch kriege und sage allen einfach mal ein großes Dankeschön. Teşekkür ederim. Nee, çok teşekkür ederim. Bis später, meine Lieben. Bye, bye.